Hallo und willkommen zu meinem nächsten Pokémon Go Video und heute gibt es die Highlights vom Community Day mit Igamaro und ich hoffe, euch gefällt das heutige Video auch wieder. Im Hintergrund seht ihr auf jeden Fall noch meinen Durchbruch mit Kapuno. Das ist natürlich immer cool, dass man jetzt nicht immer das gleiche Pokémon bekommt und nicht weiß, was man bekommt. Und ja, meistens freue ich mich natürlich über die Drachen-Pokémon, weil die helfen mir noch meine Drachenmedaille dann auf Platin zu bringen. Drachen-Pokémon sind ja nicht so häufig, aber es gibt ja auch demnächst ein Event, wo mehr Drachen kommen, deswegen kann ich da ein bisschen meine Medaille pushen. Dann noch ein paar 12-Kilometer Eier und 10-Kilometer Eier. Im nächsten Video sehr wahrscheinlich gibt es auch noch eine Ladung von 12ern und 10ern Eiern, die ich noch habe. Ich glaube, ich habe aber nur ein 10-Kilometer Ei im Inventar. Genau, ein 5er Ei hatte sich schon mit da reingeschlichen, was mit aufgegangen ist. Da war Flammiau drin. Ansonsten hoffe ich, euer Seeday ist gut gelaufen. Ihr hattet Erfolg. Schreibt gerne rein, wie viele 100er und Shinies ihr gefunden habt. Kennt ihr ja. Würde mich natürlich sehr freuen. Und natürlich lasst auf jeden Fall einen Like da, wenn es euch gefällt, um mich zu unterstützen. Genau, die 12 Kilometer Eier waren diesmal gut. Es war kein Molunk drin, aber dafür kein Lavita drin, was ich ja immer aus den 12 Eiern ziehe, immer jedes Mal. Ihr kennt es ja. Deswegen, ja, das war schon mal auf jeden Fall definitiv gut. Genau, ansonsten zeige ich dann schon mal mein exemplarisches Shiny, denn wir kommen direkt schon zum Ticket. Und so, ich sage immer, holt euch das, wenn ihr es holen könnt. Aber diesmal habe ich es nicht selber gekauft, denn mir wurde das von jemandem aus meiner Freundesliste, aus meiner Community geschenkt. Dafür auf jeden Fall ein fettes Dankeschön. Danke, danke. Müsst ihr zwar nicht machen, aber okay, ich habe mich trotzdem gefreut. Dann ist es so, ich hätte es mir so oder so geholt, um euch das zu zeigen. Aber hey, danke, vielen, vielen Dank. Genau. Ihr seht es ja hier, was ich da draus bekommen habe. Leider kein Shiny. Ihr kennt das ja, wenn ihr meine Videos öfters gesehen habt. Ich habe meistens immer Glück. Ich kriege da meistens immer ein Shiny aus den Quests oder ein 100er. Aber dieses Mal leider nichts Gutes daraus. Ihr seht ja, ich nehme mal die ganzen Items, habe ich halt immer mitgenommen. Die sind natürlich immer schön. Ja, Rocket Radar für den Rüpel, für den Boss natürlich wieder drin gehabt. Rauch, andere Sachen, Erfahrungspunkte und Bälle. Genau, kann man halt sich jeden Seeday holen. Wobei es ja jetzt sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass pro Monat, wenn sie es regelmäßig machen, 2 sind. Denn in diesem Monat gibt es auch noch den Lavita Community Day. Und den werde ich sehr wahrscheinlich intensiver spielen als diesen jetzt. Hier habe ich nur ein bisschen nebenbei gespielt. Ich habe übrigens 3 Shinies bekommen. Leider kein gutes und so. Aber das Pokémon ist jetzt auch nicht das Beste. Und deswegen, aber beim Lavita, da ist der Bonus auf jeden Fall besser, so dass man spielen möchte oder beziehungsweise ich spielen möchte, weil es gibt die dreifache Erfahrungsmenge fürs Fangen von Pokémon. Und da muss ich natürlich, weil ich ja leveln möchte, werde ich auf jeden Fall versuchen, mindestens ein Glücksei anzumachen und ein bisschen Erfahrungspunkte mitzunehmen. Sehr wahrscheinlich bin ich dann hoffentlich schon auf Level 45, aber kann dann schon mal Richtung Level 46 dann bei dem Community Day mit Lavita leveln. Genau, jetzt war ja der Bonus halbe Distanz. Die Eier habe ich auch noch nicht ausgebrütet. Die zeige ich dann euch, wie gesagt, im nächsten Video. Das waren nämlich noch die alten Eier vom Neujahrs-Event, wo die Eierdistanz reduziert war. Und deswegen, ja, ist das so. Müssen wir mit leben, dass sie im nächsten Video kommen. Und ich hoffe, dann kann ich euch auch im nächsten Video mein erstes Kecleon finden. Ich hatte irgendwie noch kein Glück gehabt, noch keins gefunden. Habe ja schon im gestrigen Stream, danke dafür, dass ihr dabei wart, schon erfahren, dass einige schon Kecleon gefangen haben in Pokémon Go. Ja, ich hoffe, ihr wart erfolgreich. Ich hoffe, ich kann mein erstes auch demnächst zeigen. Und ich hoffe, dass es trotzdem noch klappt, dass es dann nicht so krass selten ist. Weil, ja klar, nach dem Community kamen die häufiger, aber irgendwie bei mir kam keins. Hab keins gefunden, habe auch jetzt nicht intensiv danach gesucht, ne, muss ich ehrlich zugeben. Ich hoffe natürlich, dass ich das dann die Tage finde und im nächsten Video zeigen kann. Genau, das waren dann die Infos dazu, was noch so ansteht. Und natürlich, klar, lernt das Werfen im nächsten Event mit den Drachen- und Feen-Pokémon. Da gibt es nämlich auch mehr Erfahrungspunkte für die Würfe. So besser man wirft, desto mehr Erfahrungspunkte. Gab es schon mal das Event so in so einer Art mit den Würfen, dass man mehr Erfahrungspunkte bekommt. Ich werde es auf jeden Fall so gut wie möglich nutzen. Ich will halt so schnell wie möglich auf Level 45 kommen und dann Richtung Level 46 arbeiten zu können. Genau. So, dann hat es sich auf jeden Fall definitiv gelohnt mit den ganzen Erfahrungspunkten aus der Quest hier, aus dem Ticket, um schon mal ein bisschen Richtung Erfahrungspunkte zu gehen.
Und dann schauen wir nochmal, dann ist das schon das letzte Pokémon. Aber es gibt noch ein Shiny, was ich vor dem Sea Day gefangen habe, was mir noch gefehlt hat. Das möchte ich euch natürlich auch noch gerne zeigen. Und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Denn das habe ich echt gesucht, gesucht und gesucht und endlich gefunden. Ein Fidelu in Shiny. Leider keine gute IV, aber hey, wenigstens schon mal für den Pokédex in Shiny. Damit ist das Video zu Ende. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream wieder. Und damit ciao, ciao, bye und bis zum nächsten Mal.